Hey zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Video. Hier und heute möchte ich euch drei Düfte der Marke Bordeaux Parfum vorstellen. Und zwar, um ganz genau zu sein, aus der Grand Cru Kollektion. Diese Grand Cru Kollektion, die hat sich ja zur Aufgabe gemacht, ich sag mal so mehr oder weniger verschiedene Orte der Welt, reisezielmäßig oder wie auch immer, olfaktorisch abzubilden. Das heißt, die Besonderheiten eines gewissen Raumes, eines Naturraumes, in einem Duftspiel wiederzugeben. Und drei Sachen besprechen wir heute. Ich hatte einen Duft in einem letzten Video mal mit erwähnt, habe den gezeigt, ein paar Worte dazu verloren und dort ja, habe ich hier und da das Feedback bekommen, dass die Marke zu wenig Aufmerksamkeit hat. Und deswegen stellen wir hier einfach nochmal drei Sachen vor. Der Vollständigkeit halber möchte ich sagen, diese drei Sachen, die ich euch zeige, habe ich nicht selber bezahlt. Die habe ich seinerzeit zugeschickt bekommen. Ja, also ihr wisst Bescheid, wir bleiben ja trotzdem objektiv. Und ich würde sagen, wir starten los mit dem ersten Duft, und zwar mit diesem Kollegen hier, dem Matahari di Bali. Und dieser Duft hat natürlich zum Reiseziel Bali, wie der Name schon hergibt. Und hier haben wir einen, wie ich finde, doch relativ grün frischen Duft. Ja, einen grün frischen Duft, der ein bisschen so den Regenwald widerspiegeln soll, oder Wälder, Regenwald, eine warme Umgebung und so dieses Erfrischende des Indischen Ozeans. Und ich meine, das macht er ganz gut, auch wenn ich dort noch nie war, aber man kann sich so ein bisschen hineinversetzen, ein bisschen hineindenken. Und habe ich den jetzt überhaupt schon gezeigt? Oh, ich bin ein bisschen durch. Ich zeige ihn euch einfach nochmal, denn wir haben hier hinten auch immer noch schön so den Rücken verblendet. Und ich finde, das sieht einfach sehr, sehr schön aus. Werden wir bei einem nächsten Flakon auch gleich noch sehen. Finde ich so eine schöne Idee. Sieht sehr schön aus. Und dieser Duft startet auf jeden Fall sehr frisch, zitrisch. Wir haben eine schöne Zitrone, wir haben eine schöne Bergamott. Wir haben einen sehr, sehr locker leichten, ja, eine sehr schöne Eröffnung. Ich finde auch eine kleine Ecke aquatisch. Ich meine, das soll er auch mit sich bringen, so dieses Erfrischende, dieses Belebende des Indischen Ozeans. Und dann gehen wir über in eine etwas wärmer werdendere, ich sag mal, Herznote. Wir merken so, die Frische nimmt ein bisschen ab, er wird ein bisschen wärmer und hat eine ganz dezente Blumigkeit mit an sich und entwickelt dann nach und nach diesen leicht, ich sag mal, holzigen Unterton noch mit hinein in alles, was wir eben beschrieben haben. Ich finde, diese Frische baut er nie so wirklich ab, sondern er geht einfach von sehr, sehr frisch, zitrisch ein bisschen hinein, eben in dieses wärmer werdende Thema, ohne irgendetwas jemals komplett loszulassen, und haut dann, wie ich eben schon sagte, zum Schluss noch diese Holzigkeit mit auf. Und so ein sehr, sehr schöner Duft, wie ich finde, sehr erfrischend, auch belebend. Das ist auch ein bisschen so ein Duft, der ein bisschen motiviert, wie ich finde, in die Gänge zu kommen. So ging es mir zumindest. Ich habe den aufgetragen und dann den so gerochen und irgendwie habe ich so ein bisschen Bock gehabt, was zu machen. Vielleicht war es auch einfach gerade nur so der Moment, weil auch draußen die Sonne sich hinter den Wolken hervorgebrochen hat, ja, und ich dann einfach Bock hatte, rauszugehen. Kann natürlich auch sein. Aber so, ich finde, es ist ein sehr schöner Duft. Und wenn man diese Düfte probiert, wenn man sich die nun kauft oder probiert oder wie auch immer, man muss immer, finde ich zumindest, dieses Thema im Hintergrund haben, dass diese Düfte eben eine Örtlichkeit, einen Platz auf der Erde abbilden wollen. Sie wollen nicht in erster Linie irgendwo ein süßer Verführer sein, frisch und sportlich oder irgendetwas, sondern sie möchten einfach eine Umgebung einfangen und die in irgendeiner Weise olfaktorisch abbilden. Und das sollte man hier beim Probieren dieser Düfte einfach im Hinterkopf haben und der ganzen Sache Rechnung tragen und nicht so rangehen, weiß nicht, irgendwie anders. So einmal kurz gerochen. Ja, einmal gesprüht, kurz gerochen, nach 10 Minuten, na, gefällt mir nicht, gut, kann weg. Sondern das sind wirklich Düfte, die so ein bisschen eine Reise beschreiben wollen. Und das will ich einfach nochmal mit sagen. Wenn wir diesen hier nochmal, den Matahari di Bali. Dann möchte ich euch zeigen, den Duft, den ich in einem letzten Video schon gezeigt hatte. Den Masai Mara. Ja, ebenfalls aus der Grand Cru Kollektion, wie alle Düfte hier, habe ich ja schon gesagt. Hier auch der Hintergrund sehr schön gestaltet. Und wir sehen ja schon im Unterschied einfach, schon das Flakardesign bringt schon so ein bisschen das Thema mit. Während wir hier noch so ein bisschen so diesen frischen Kick haben, auch schon nur vom Ansehen, haben hier diese gelben Farben und dieses sehr, sehr schöne Muster, bringen für mich schon die Wärme und dieses Duftspiel schon sehr schön, ja, einfach zum Vorschein, wie ich finde. Und er riecht im Grunde genommen so, wie dieser Flakard ja mehr oder weniger aussieht. Startet schon süß, warm, haben so ein bisschen Pflaume drin, wir haben so eine dezente Art von, ich will nicht sagen Fruchtigkeit, aber wir haben ja trockene Früchte drin und irgendwie kommt das so ganz leicht durch. Also eine Fruchtigkeit, die sich aber in dieses warme, trockene Thema hineinbringt. Welches Thema habe ich ganz vergessen, nämlich Kenia, diese Masai, wie ist das? Doch, Masai Mara ist, soweit wie ich weiß, ein Naturschutzgebiet im
Ich glaube im Südwesten Kenias. Korrigiert mich, wenn ich falsch bin, aber ich meine im Südwesten Kenias. Und irgendwie das bringt ja so mit, wenn ich mir so Kenia vorstelle, auch dort war ich noch nie, aber man kann ja sich Dokumentationen anschauen und Bilder mit allem drum und dran. Und wenn ich mir das so vor Augen führe, diesen Duft rieche, das bringt mich schon irgendwo dahin. Er hat diese Wärme, er hat diese Süße am Anfang noch so diese ganz schön gemachte, trockene Fruchtigkeit, finde ich sehr schön. Ein Zimt kommt dann im Duftverlauf noch mit durch. Er bekommt gewisse harzige Komponenten und er baut dann so dieses anfängliche, leicht fruchtige ein bisschen ab und geht dann rein in ein etwas trockenere, werdenderes Thema und er wird einfach noch ein bisschen wärmer, wärmer, behaglicher, noch ein bisschen harziger. Das ist so der Duftverlauf, den dieser Duft nimmt und ich finde ihn einfach schön. Jetzt gerade für die kommenden Tage nicht unbedingt so passend, denn warm, eher süßlich, harzig und tendenziell wird es draußen auch wärmer. Aber nicht klebrig, nicht schwer, nicht sonst irgendwas. Geht also in Ordnung. Aber auf jeden Fall für den Winter und für die kälteren Tage kann man den durchaus mal im Auge behalten. Ist einfach schön gemacht. Der geht auch einen sehr schönen Duftverlauf ab und er gefällt mir richtig gut. Und ich muss sagen, preislich sind die Düfte auch okay. Ich habe mal geschaut. Kosten je nachdem, wo man schaut. Ich habe die neulich bei Parfüm Dreams gesehen für 60 Euro. Aber sonst gibt es die auch. Gut, da gibt es ja immer noch schöne Rabatte. Mal 20% hier, 25% da. Ihr wisst Bescheid. Ja, kann man ja immer noch ein bisschen was rausholen. Aber ich meine mal, die bekommt man auf jeden Fall, die großen 100 ml-Flakons, für deutlich unter 100 Euro. Und das ist schon gut. Also da können die echt was, die Düfte. Und der gefällt mir auch ausnehmend gut. Aber mein Favorit, den zeige ich euch jetzt. Zumindest von. Ja, ich habe die anderen noch nicht probiert, um ehrlich zu sein, die ich hier noch liegen habe. Ich habe ja noch so ein kleines Discover-Set, wenn man so möchte. Können wir bei Bedarf. Doch, einen hatte ich auch noch probiert. Welcher war das denn? Na egal, mach mal weiter. Ja, auf den war ich von vornherein sowieso schon ziemlich scharf gewesen, kann man sagen. Ich habe die Kamera fokussiert. Und zwar ist das der, Telefon, das ist absolut furchtbar, Assam of India. Und der Assam of India ist ein sehr schöner Teeduft. Ein wunderschöner Teeduft, den ich mir nochmal auftragen möchte. Und das Besondere an diesem Duft ist, für mich zumindest das Besondere, dass er. Dass er einfach unglaublich lecker riecht und eine, wie soll ich sagen, er hat eine unfassbar beruhigende Wirkung. Er hat eine unglaublich beruhigende Wirkung. Er bringt für mich so diese Mischung aus einer leichten Süße, einer dezenten Frische, aber durchweg einer wunderbar angenehmen Art der warmen Behaglichkeit und diese Teenote, ich weiß nicht, was hier, ich glaube, indischer Tee stand drauf. Ich habe die Duftpyramide gerade nicht im Kopf. Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe so noch ein Prospekt vor mir liegen. Aber ich weiß es ehrlich gesagt. Ich kann noch so Sandelholz. Egal. Wir müssen uns ja hier nicht auf Duftnoten festmachen. Ich kann es ja einblenden. Aber dieses beruhigende, dieses wirkliche Seelenbalsam-Tee-Thema, was hier drin ist, ich finde den einfach genial. Das ist so ein richtig schöner. Beruhigender Duft zum Runterkommen, zum Entspannen und er hat einfach eine so angenehme Art und Weise. Erinnert mich zeitweilig etwas an einen Wulong Cha von Nishane, muss ich ehrlich sagen. Nur nicht so, der Wulong Cha von Nishane, der ist ja in erster Linie, finde ich, so ein bisschen so zitrisch-orangig, frisch mit der Teenote und mit diesem Spa-Thema. Und er ist einfach viel ruhiger, viel gelassener, spielt diese Frische nicht so sehr aus, sondern hat dieses Gleichgewicht zwischen frisch sein, frisch, locker, leicht und einer ganz warmen, behaglichen Art der dezenten Süße, aber immer dieser Wärme, dieses sich umarmen, das sich festhalten, das ist einfach genial gemacht, würde ich sagen. Und ja, viel mehr habe ich dazu nicht. Das ist so mein. Das ist geil. Das ist einfach geil. Den kaufe ich mir auch noch so. Als Vollflakon, sage ich von vornherein, ja. Aber hier dieses Pröbchen. Aber den werde ich mir definitiv noch als vollen Flakon zulegen, weil der ist absolut genial. Ich finde ihn ganz, ganz toll. Genau das Gegenteil von einem Duft, der einem so die Motivation bringt. Der sagt, komm, jetzt steh auf, jetzt mach mal, es geht los. Und der ist so ein bisschen, nee, Mann, entspann dich, ist alles gut, dir kann nichts passieren. Das klappt schon alles so. Das ist hier der Assam of India. Und ja, Reisethema ganz klar ist im Namen Indien, ja, ganz grob gefasst. Und ja, das ist so mein kleiner Favorit, muss ich sagen. Ah, die sind alle gut, muss ich sagen. Also, die fangen wirklich sehr schön eine Umgebung olfaktorisch ein.
Und genauso muss man auch rangehen, wenn man so mit diesem Dior Sauvage-Verständnis vielleicht rangeht oder so, dieses frische, sexy Aufreißen, einfach gut riechen. So diese Düfte wollen einfach ein bisschen Geschichte erzählen, ein bisschen einen Ort beschreiben und das ist so der Knackpunkt. Da muss man sich auch ein bisschen Zeit für nehmen, finde ich. Und einfach mal, vielleicht mal, wenn man ein bisschen Ruhe hat, das auch einfach auf sich wirken lassen, so würde ich sagen. Bin durch mit diesem Video. Macht euch da am besten selbst in irgendeiner Form ein Bild davon. Lasst euch nicht zu sehr von mir bequatschen, ja, wie immer. Das ist meine subjektive Einschätzung und Wahrnehmung. Kann ich da nur ein bisschen so die Rahmen abstecken und so diesen Hinweis geben, nicht einmal aufsprühen, nach 10 Minuten weg und dann wieder verkaufen, sondern einfach mal ein bisschen Piano, ja. So, damit bin ich durch für dieses Video. Ich danke euch wie immer sehr fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen sehr, sehr schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.